Wie ihr alle wahrscheinlich mitbekommen habt, haben wir gestern nun endlich den Diss-Track von K1 bekommen. Tag des jüngsten Gerichts und ich habe es mir nicht nehmen lassen, natürlich ein Video zu machen, in dem ich meine Meinung zu diesem Song äußere und das ist dieses Video hier. Ich habe mir diesmal wirklich Notizen gemacht und nicht nur einfach jetzt frei spontan versucht, meine Meinung zu diesem Song zu äußern. Ich habe ganz klischeehaft eine Pro- und Contra-Liste erstellt, die ich jetzt mit euch durchgehen werde. Lasst uns mal loslegen und über den Song sprechen. Fangen wir erst einmal mit der Pro-Seite an. Punkt 1. Der Beweis. Mit diesem Song hat uns K1 auf jeden Fall den Beweis geliefert, dass er raptechnisch noch einiges reißen kann. Denn raptechnisch, rein raptechnisch ist dieser Song wirklich gut gemacht. Denn er hat rein flowtechnisch und vor allem reimtechnisch einiges in diesem Song gezeigt. Vor allem finde ich den Flow richtig gut, den er von der ersten Minute an durchzieht. Aber es gibt auf Seiten der Reime natürlich bei 25 Minuten die eine oder andere Passage, wo er nicht ohne Zweckreime auskommt. Das ist aber natürlich auch verständlich. Trotzdem muss ich sagen, dass raptechnisch dieser Diss auf jeden Fall gut gemacht ist und auch dafür gesorgt hat, dass ich auf jeden Fall noch der Meinung bin, dass K1 raptechnisch der stärkere Rapper in diesem Battle ist. Punkt 2, die Delivery. Mit der Delivery hat K1 einen quasi so einen starken Kontrast zu Bushidos Track erstellt. Denn bei Bushido war er ja damit beschäftigt, sein Diss in einer ganz kaltschnäuzigen Art und Weise zu präsentieren, als würde er ein Politiker an dem Podest sein und einfach seine Inhalte frei vortragen. Bei K1 ist das Ganze anders. Er geht natürlich aggressiv vor, was natürlich auch größtenteils daran liegt, dass natürlich im Verlaufe der letzten Zeit, wo er halt nur gehatet wurde, eine gewisse Wut sich angestaut hat, dass er hier auf diesem Track einfach mal freigelassen hat. Das habe ich sehr gefeiert und hat auch dazu geführt, also die Delivery hat auch dazu geführt, dass ich mir diesen Song auch wirklich gerne angehört habe. Die ganzen 25 Minuten lang hatte ich nie das Gefühl irgendwie, dass ich mir dachte, okay, hör mal auf zu rappen, ich habe keine Lust mehr, sondern durch die Delivery und vor allem durch diesen Hunger, der dazu auch noch verdeutlicht wurde, hatte ich auf jeden Fall Bock, mir diesen Diss-Song auf jeden Fall von der ersten Minute bis zur letzten Minute durch anzuhören. Punkt 3. Teils puncht dieser Track. Also wir haben hier nicht typische Punchlines in diesem Track, wo man sich denkt, oh, diese Line ist ja heftig. Bei Bushidos Track war es zwar auch nicht der Fall, da hatte man zwar diese eine Zeile mit dem Thai-Boxer, aber sonst waren es halt nur Real Talk. Das haben wir bei diesem Song größtenteils auch, aber es gibt diverse Passagen, wo K1 auch mit Humor teils punkt, beispielsweise bei der Passage, wo er über Ali spricht. Er geht zwar größtenteils nur auf seine Fettleibigkeit ein, aber das war größtenteils der Part, wo ich mich am meisten nicht totgelacht habe, aber am meisten in Schmunzeln gekommen bin. Aber er versucht es auch teilweise bei diesem Song auch auf eine asoziale Art und Weise, beispielsweise dort, wo er über die Frau von Bushido spricht und darüber spricht, dass sie halt in der Vergangenheit mit diversen Fußballstars eine Affäre hatte und er selbst jetzt ein Werder Bremen T-Shirt anzieht, um seine Frau zu sexuell zu penetrieren, wie die Sprechgesangsartisten es ja immer so gerne sagen. Also das fand ich schon nice. Das waren die Pro-Punkte. Ja, es waren nur 3 Punkte und wir haben auf der Kontraseite ein bisschen mehr Punkte. Lass uns mal zu der Kontraseite kommen. Punkt 1. Es wurde zu viel geredet. Nicht im Track selbst wirklich viel. Es gibt natürlich diverse Monologe, die K1 hält, wo ich mir auch gedacht habe, warum bringst du das nicht in Rapform rüber? Denn stellenweise hat er bei diesen Monologen auch wirklich Punkte erwähnt, wo ich mir gedacht hätte, hättest du diese Sachen raptechnisch rübergebracht, wäre es auf jeden Fall ein krasserer Track geworden, als es einfach nur kalt runter zu sagen. Das fand ich ziemlich schade, aber was ich mit diesem Punkt eigentlich gar nicht so meine, beziehungsweise was ich damit eigentlich meine, ist, wie im Vorfeld über diesen Song gesprochen wurde. Er hat uns viel zu heiß auf den Song gemacht, die Erwartungen viel zu hoch geschraubt, sodass er diese Erwartung natürlich mit diesem Song in keinster Weise erfüllen konnte. Sehr schade, er hat zu viel geredet und zu viel versprochen. Deshalb war es halt am Ende nicht so toll. Punkt 2, die Verspätung. K1 hat uns mal wieder mal gezeigt, wie unprofessionell er ist. Denn wenn du eine Ansage machst, dass um 18 Uhr am Freitag ein Diss-Track rauskommt, dann bringst du auch um 18 Uhr am Freitag ein Diss-Track raus. Wärst du wirklich so vorgegangen? Die Videoproduktionsfirma hat das Video schon fertig. Dann rendert diese Videoproduktion dieses Video. Dann ladet ihr das Video hoch auf die Plattform. In diesem Fall ist es YouTube und dort könnt ihr es immer noch auf privat stellen, sodass wir keinen Zugriff auf diese Videodatei haben. Und dann überlegst du dir ein Release-Date, wo du dann ganz frei einfach in dieser Lage stehst, wo du einfach mal tack klicken kannst und es veröffentlichen kannst, als dass du dir noch den Kopf an diesem Release-Day machen musst, dass da und da das Video oben sein muss. Also das war sehr unprofessionell und sehr dumm und hat dafür gesorgt, dass K1 mit einem blauen Auge in den Ring gestiegen ist. Punkt 3, die Struktur und die Spannungskurve. K1 hatte in diesem Song
gerade einen Punkt, der auf jeden Fall tiefer treffen könnte, als er letztendlich getroffen hat. Das war nämlich das Telefonat zwischen ihm und Arafat, was er direkt dummerweise an den Anfang gebracht hat. Wenn du einen Song aufbauen willst, da musst du auch eine gewisse Spannungskurve wie in einer Geschichte, die du erzählen möchtest. Das hast du nicht getan. Du hast diesen Peak, also diesen höchsten Punkt, den du für diesen ganzen Diss-Track direkt an den Anfang gesetzt, sodass du hier oben gestartet hast und es nur noch nach unten gehen konnte. Es könnte quasi auf dieser Linie bleiben, aber das ist natürlich schwer und das hast du nicht geschafft. Also ging die Kurve so runter und stellenweise ein bisschen hoch, dann wieder runter und so weiter. Also du hättest auf jeden Fall diesen Telefonauszug mit einem Rap aufbauen müssen und dann hättest du diesen Peak und dann wird man, aha, dann wird es natürlich auch krasser kommen und dann wieder weiter rappen und so weiter. Hast du leider nicht getan, sodass wir natürlich mit großen Erwartungen an den Song gegangen sind, als das Telefonat lief, aber dann du natürlich letztendlich doch nicht mehr so überzeugt hast. Punkt 4. Er hat recycelt. Was ich damit meine ist, dass er in diesem Diss-Track quasi nur Punkte erwähnt hat, die wir als Zuschauer schon im Vornherein oder vom Vornherein schon wussten. Dass er Texte nicht selber schreibt, wissen wir schon seit Tag 1. Dass er seine Fans anzeigt, wissen wir auch schon seit Tag 1. Dass er diese Story hatte mit dieser einen Frau, die von ihm schwanger war, die abtreiben sollte, das kannten wir alle schon. Das war unnötig in diesem Diss-Track zu erwähnen. Ist natürlich krass, aber dass du das Ganze dann nochmal mit Videos untermalst, wo sich La Honda sich dazu äußert oder auch dieses Echo Fresh Video, wo er diesen Burger isst, das hat sogar Echo Fresh selber hochgestellt. Also kannst du das gar nicht mehr als Diss verwenden. Also war es schon ziemlich schade, sodass ich das Gefühl hatte, okay, erzähl mal was Neues und recycle nicht nur negative Punkte, die wir halt schon in der Vergangenheit beleuchtet haben. Das war ziemlich schade, Mann. Punkt 5. Wo ist die besagte Wahrheit? Er hat immer davon gesprochen, an diesem Tag kommt die Wahrheit. Da werde ich deine Karriere zerstören und so weiter. Aber in diesem ganzen Diss-Track kam nicht einmal dieses zerfickende Element, was wir natürlich erwartet haben. Denn du hast davon gesprochen, dass du die Karriere von Bushido zerstören wirst. Und das ist nicht passiert. Es gab keinen Punkt, wo ich mir gedacht habe, oh, das hat die Karriere von Bushido ein bisschen angekratzt. Das gab es nicht. Also der hat, wie gesagt, nur Punkte erwähnt, die von vornherein schon bekannt waren und nichts Neues gebracht, wo ich mir dachte, okay, das wird ihn zerstören. Der Punkt, der dem am nächsten gekommen wäre, wäre halt dieses Telefonat, was größtenteils aber auch nicht so gut verständlich war wegen der Qualität, aber das war auch nicht so überzeugend. Schade. Punkt 6. Der Track ist zu lang. Der Track ist viel zu lang, was größtenteils auch das Gefühl vermittelt hat, dass K1 verzweifelt ist und sich dachte, ich muss noch was rauskicken, ich muss noch was rauskicken, ich muss noch was rauskicken, ich habe noch was zu sagen, sodass er selber schon das schlechte Gewissen hat und von wegen, ich kann nicht gewinnen, ich muss noch mehr sagen. Ja, in der Kürze liegt doch manchmal die Würze, so dass ich mir auch gedacht hätte, dass er das Ganze ein bisschen komprimieren hätte können, sodass es das Gesamtergebnis doch noch besser wäre. Denn ich habe wirklich das Gefühl gehabt, dass er in den 25 Minuten nicht mal ansatzweise das geschafft hat, was Bushido in seinen 10 oder 11 Minuten bei Leben und Tod des Kenneth Glöcklers geschafft hat. Punkt 7. Das Video. 40.000 Euro. Das Video sieht nicht mal aus wie 4.000 Euro. Ganz ehrlich, dieses Video hätte auch von jedem Filmstudent erstellt werden können. Das war nichts Besonderes dran. Er postet vorzeitig die Rechnung zu diesem Video. Da erwarten wir natürlich ein ganz großes Kino-Video, so im Sinne von Alpha, von Kollega oder sonstiges. Da erwartet man ein Video, das gedreht wurde mit einer Arri Alexa oder einem Blackmagic oder einer Red Epic. Aber dann kommt er mit einem Video um die Ecke, das so aussieht, als wäre es mit einer DSLR-Kamera gedreht worden und noch nicht mal mit einer 5D oder einer 7D, sondern mit einer 550D, mit dem ich übrigens gerade das Video hier aufnehme. Also das Gefühl hatte ich bei diesem Video wirklich. Es hätte wirklich von einem Filmstudenten für gar kein Budget umgesetzt werden können. Das Einzige, was dem Budget ein bisschen geschadet hat, war halt das Verbrennen der goldenen Schallplatten. Und ich glaube, deshalb ist halt, das wurde mit einberechnet. So sind die auf die 50.000 Euro gekommen. Anders kann ich es mir nicht erklären. Das Video war kacke. Punkt 8. Der Song kam zu spät. Ein ganzes Jahr lang hat er sich Zeit genommen für diesen Track, sodass auch automatisch natürlich die Spannung gestiegen ist, beziehungsweise die Erwartung gestiegen ist. Der Song kommt definitiv zu spät und lässt auch darauf vermuten, dass er im Verlauf dieses Jahres natürlich versucht hat, über Mainstream-Medien, seine TV-Sendung DSDS oder sonstiges natürlich an den Erfolg zu kommen. Dann aber chartet seine Gold Edition von Rich Kids nicht mal, sodass wir als Zuschauer natürlich das Gefühl bekommen haben,
dass er dies als letzten Schachzug sieht, um wieder in die deutsche Rap-Szene reinzukommen, die ja mittlerweile richtig gut am Laufen ist und K1 halt sowas von weit von der Rap-Szene ist und versucht mit diesem Diss-Track wieder zurück in die Szene zu finden. Aber das wird wohl nicht der Fall sein, schon alleine die Reaktion, die von diversen Rappern kam und so. Also vieles hat er nicht mit diesem Song retten können. Der Track kam zu spät. Und K1 ist schon mit beiden Füßen aus der deutschen Rap-Szene raus und schafft es mit diesem Song nicht einmal mit einem halben Fuß wieder hinein. Ja, so sieht das Leben aus. Ja, das waren 8 Kontrapunkte und 3 Pro-Punkte zu diesem Diss-Track, was natürlich letzten Endes aussagt, dass auf jeden Fall der Punkt wieder einmal zu Bushido geht. Er hat mit seinem Song auf jeden Fall mehr geleistet und kam mit seinen Stories auf jeden Fall glaubhaft darüber, weil auch vieles, was Bushido in den Raum geworfen hat, im Laufe dieses Songs, dieses Tracks auch gar nicht mehr widerrufen bzw. widerlegt wurde, was natürlich auch kacke ist und was ein Kontra, ein Kontra-Diss-Track natürlich abliefern muss. Wurde nicht geliefert. Der Track ist rap-technisch, wie gesagt, gut. Er hat gut gerappt und gezeigt, dass K1 auf jeden Fall rap-technisch der bessere Rapper ist. Hat er gezeigt. Aber inhaltlich hat er nichts Zerstörendes gebracht, was auch nun im Anschein nach irgendwie Bushidos Karriere schaden könnte. Da ist nicht genügend passiert. Das war im Großen und Ganzen meine Meinung über K1s Tag des jüngsten Gerichts. Ich würde mich interessieren, was euer Eindruck war. Schreibt es mal unten in die Kommentare rein. Würde mich interessieren, ein bisschen quatschen mit euch, wie ihr den Song fandet. Wie gesagt, das ist meine Meinung. Twitter und Facebook-Link ist unten in der Beschreibung. Dort könnt ihr mich auch anschreiben, mit mir quatschen. Und ansonsten sehen wir uns im nächsten Video. Die Tage folgt die Review zu Audio Anabolika, Hack, Jenseits von Gut und Böse 2 und Haftbefehls Russisch Roulette. Also gebt mir ein bisschen Zeit. Ich bin momentan ein bisschen überfordert, zeitlich und auch gesundheitlich ein bisschen angeschlagen. Deshalb könnte das ein bisschen später ausfallen als geplant. Aber trotzdem, es wird noch alles kommen. Keine Sorge. Ich wünsche euch noch einen schönen Abend. Haut rein.